Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen hier auf dem King Crimex Kanal. Wir werden gemeinsam auf drei ultra dumme YouTuber-Skandale reagieren mit Miguel, Pablo, Concrafter und einem weiteren Kandidaten. Das Video ist von dem Kanal Baku oder von Baku. Feiere ich sehr seine Videos, auch so eine Art Meinungsblogger vom Dinge, aber ich bin sehr gespannt, Leute. Wir starten rein. Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Yo, Leute, ich hab's geschafft. Nachdem ich Monte kritisiert habe, wurde ich nun auch nach Tanzverbot und Alpha Kevin auch in den erlesenen Kreis der Leute aufgenommen, die von Monte auf Instagram geblockt wurden. Auf Geil. Twitter von ihm geblockt zu werden, kann ja jeder. Der Instagram-Block ist auf jeden Fall der wilde Reflex an dieser Stelle. Und obwohl ich bei meinem Weltraumeinsatz als Astronaut an Monte mitgedacht habe, hat es nicht ausgereicht, um die zarte Pflanze unserer Freundschaft am Leben zu halten. Aber was soll ich euch sagen, Digga? Ich weiß auch seitdem nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll. Es hat mich echt... Was da bei Monton bei ihm los ist, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Übel hart getroffen, aber gut. Wir sind hier auch nicht bei Wünsch dir was. Heute soll es aber nicht um Monte gehen, sondern um drei ultra dumme YouTuber-Skandale aus den letzten Jahren. Auch wenn er da safe einen Platz verdient hätte, aber jedes Mal über Monte zu reden ist irgendwie so... Und glücklicherweise gibt es auf YouTube genug Schmierlappen, über die man berichten kann. Also lasst uns direkt loslegen mit dem ersten Skandal. Weiß jemand, was da bei Baku und Monte los ist? Skandal dieser Folge. Und den Anfang macht natürlich Miguel Pablo. Miguel Alter. Pablo war schon seit jeher ein sehr kontroverser geworden? YouTuber, der mit seinen Aktionen viele Leute auf die Palme gebracht hat. Und wahrscheinlich kann man aus seinen eigenen Skandalen eine komplette Doku drehen, die locker 2 bis 3 Stunden gehen würde. Ich meine, alleine seine Badeaktion in Chicken Wings und das leakende Adresse von Excel, in dem er seine eigene Adresse geleakt hat, beide haben ja schließlich in einem Haus gewohnt, waren schon hart grenzwertig. Sein Outing im Dezember 2019 war dann aber wirklich die Krönung der Dummheit und Dreistigkeit, wie man es auf YouTube wirklich kaum gesehen hat. Und ich weiß, es wird sehr, sehr viele von euch schockieren und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Video machen werde. Ja, wir hätten auch nicht erwartet, dass so ein Video jemals auf YouTube landet. Das war schon wirklich krank, so Outing zu faken mäßig. Also das war schon. Denn zufälligerweise entschied sich Miguel, passend zu den steigenden Dezember-Einnahmen, sich zu outen mit dem Wissen, dass er gerade bei so einer Bombe die Aufmerksamkeit der gesamten YouTube-Szene auf sich ziehen wird. Er schlachtete das Thema mit seinem Boyfriend wirklich komplett aus und es folgten wirklich Videos über Videos mit ziemlich unangenehmen Touch-My-Body-Challenges und so weiter. Unangenehm waren die Videos hauptsächlich, weil die beiden so einen Zirkus daraus veranstaltet haben und dem einen oder anderen kam das irgendwann schon nicht mehr ganz so authentisch. Also ich habe das von Anfang an nicht geglaubt, einfach weil ich hatte noch nie Beef mit Miguel Pablo, aber so, ich kann den Typen einfach, ich konnte den schon so einschätzen einfach. Also mir war schon so klar, dass das so, wenn jemand wirklich so schwul wäre, dann macht er, also ich glaube, jemand, der wirklich schwul ist, macht da nicht so ein Thema draus wie er, wo das halt einfach nur monetarisieren wollte. Sass. Nachdem KuchenTV dann in seinen Cake News ein Video veröffentlicht hatte, in dem Miguel während des Clubbesuchs zu sehen war, wie er ein Mädchen geküsst hat, da... Clubbesuch. Wahrscheinlich war er da im Club. Das sieht eher aus wie in einem Sport, in irgendwie so einem Sportdorfheim, jemand der 18. Geburtstag so mäßig. War relativ schnell klar, dass er hier jeden wirklich an der Nase herumgeführt hatte. Und während er am Anfang seines Outings sehr viel Zuspruch von der LGBT- und YouTube-Community bekam, kippte die Stimmung seiner Supporter massiv in die andere Richtung und es kam, wie es kommen musste. Miguel Pablo löste sein Outing als Fake auf und behauptete im Anschluss, es sei ja nur ein soziales Experiment gewesen, um zu zeigen, wie intolerant die Zuschauer hier auf dieser Plattform sind. Wo wir gesagt haben, okay, das ist ja immer das Beste, wenn man so merkt, so, ey, es kommt nicht mehr so gut an, dann ist es ein soziales Experiment. Yo. Reagieren. Wir haben versucht, so ein Experiment rauszumachen und wir wollten das ein paar Tage danach auflösen. Wäre alles optimal gelaufen. Ich habe, um ehrlich zu sein, gesagt, keiner wird das haten. Alle werden sagen, top, weil ich dachte, nee, Deutschland ist mega tolerant. Nachdem die Kasse allerdings ganz laut gemacht hat, wurden dann aus ein paar Tagen fast 1,5 Monate. Und das auch nur, weil das Kartenhaus der Lügen drohte einzustürzen. Auch die Rückschlüsse, die er in dieser Zeit für sich selber gezogen hat, waren echt, ja, logisch. Ich selbst habe auch so gedacht, okay, schwul sein ist vielleicht komisch oder so. Als ob er ein Praktikum als Homosexueller gemacht hätte. Es folgten viele unlogische Erklärungsversuche, wo er praktisch versucht hat... Vor allem, Leute, ich check das auch nicht, ne? Der Typ hat für einen Monat ein bisschen mehr Klicks, hat er seine gesamte Karriere. Also, so richtig, wie kann man denn so ein Kurzzeitgewinner sein? Checkt ihr, wie ich meine? Den so? Leuten aufzuzeigen, also dass es Homophobie in Deutschland gibt. Ach was, no shit, Sherlock. Gerade jemand wie Miguel Pablo, der in seiner Vergangenheit mehrfach mit homophoben Äußerungen aufgefallen war, hatte es durch diese Aktion geschafft, vielen Menschen mit Problemen beim Outing und der Akzeptanz wortwörtlich in die Weichteile zu treten und sich schon, indirekt über die Schwierigkeiten im Leben dieser Fall. Menschen lustig zu machen. Und das alles nur für ein paar Kröten im Internet.
Nice. Gelohnt hat sich das dann übrigens auch nicht wirklich, denn seine Klicks sind mit seinem Ruf zusammen rapide in den Keller gefahren. Die nächste dumme Aktion kommt von niemand geringerem als Luca Concrafter, der scheinbar im Höhepunkt seiner YouTube-Karriere seinen Stellenwert in der Gesellschaft etwas zu hoch gesehen hat. Zum Zeitpunkt seiner dümmsten Aktion hat er im Monat knapp 40 Millionen Aufrufe gemacht, was an sich schon mal echt ein kranker Wert ist. Gut, berücksichtigt man dabei, dass man bei einem durchschnittlichen CPM für 1000 Klicks ca. 2 Euro bekommen hat, dann kann man davon ausgehen, dass er pro Monat inklusive Placements und Co. zwischen 80.000 bis 100.000 Euro verdient hat. Das hat aber nicht, ich denke eher mehr, ausgereicht, um seinen Arroganzanfall zu bändigen, denn als er mit einigen Freunden nachts in Düsseldorf unterwegs war, wollte Concrafter einen Club besuchen. Er erhoffte sich einen freien Eintritt, einen VIP-Tisch und kostenlose Getränke. Im Gegenzug dazu bietete Luca Instagram-Stories an, wo er den Club markiert, um auf diese Weise Werbung für den Club zu machen. Digga, wenn das immer klappt, dann hat man eigentlich das perfekte Leben, oder? Eigentlich der perfekte Plan. Nein. Also finde ich übelst cringe sowas, muss ich Real Talk sagen. Habe ich, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, nee, ich habe noch nie in meiner gesamten YouTube-Zeit versucht, durch meine Reichweite etwas kostenlos zu bekommen. Ich habe schon Sachen dadurch kostenlos bekommen, wenn es mir angeboten wurde, so Deals als Beispiel jetzt, du kriegst den Computer, dafür machst du Werbung, so, ne? Aber ich habe noch nie von mir aus versucht, was kostenlos durch Reichweite. Ich finde das maximal cringe, Digga. Also ich finde das richtig unangenehm. Also wirklich, Freunde haben oder Freunde, Manager, whatever, haben schon oft zu mir gesagt, ey, hier, mach doch hier Insta-Story, dies, das. Ey, ich will das gar nicht so. Also ich finde das ganz unangenehm. Kam die Antwort, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist doch nicht wahr. Die Sache ist, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Ganz normale Antwort. Das ist Arroganz auf Zombie. Ah, das Video, ne? Damit hat er sich wirklich so selbst ins Bein geschossen. Level, Alter. Cringe. Naja, Luca hat wohl nicht damit gerechnet, dass Firegon den Clubbesitzer im erfolgreichen Denken geschult hat, denn dieser hat vermutlich intuitiv durch die Cringe-Smileys aus Lukas Nachricht darauf geschlossen, dass die Zuschauer von Luca noch die Grundschule besuchen. Was nützt es also einem Club, wenn die Posts von 300.000 Minderjährigen gesehen werden, die nicht mal der eigenen Zielgruppe entsprechen? Naja. Obwohl, was laber ich da? Nee. Der Clubbesitzer ist arrogant, nicht derjenige, der daraus so ein Fass aufmacht und 13 Minuten darüber rumheult, wie gemeint. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Luca, also Concrafter, hat das ja auch dann relativ schnell danach eingesehen und ich glaube, das wird er auch nicht mehr machen. Würde ich ihn jetzt auch nicht so komplett dafür verurteilen. So manchmal ist man vielleicht in einer Denkweise ein bisschen versteift und sieht dann den, wie man so schön sagt, den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. So, er war da das eigentlich ist. Vielleicht kurz aber auf der Knaller Trip kommt ja noch, denn gewesen. Der unfassbar schlaue Clubbesitzer schrieb dann noch Folgendes. Doch dann kam noch eine Nachricht, wo ich mir einfach gedacht habe, ey, das ist, kann eigentlich nur ein Witz sein. Leider ja, du verdienst doch nicht schlecht. Meinst du nicht, dass du 150 Euro auf der Tasche hast? Ah, wie? Ich, das ist nicht wahr. Sorry, aber wie kann man denn so, oh nein, so arrogant sein? Nein, Bro. Wie kann er nur von Concrafter verlangen, selbst für sein Trinken zu zahlen? Ja, also, ja, aber, also damit hat er es wirklich selbst. Und es nicht so rausnehmen, über eine Person so zu urteilen. Pebels hier, Fick, Digga. Ja, okay, im Prinzip hat er ja den Nagel auf den Kopf getroffen mit dieser Aussage. Aber soll gleichzeitig arrogant sein, oder was? Das Lustigste an diesem Statement war ja, dass Luca eigentlich dem Club indirekt einen Pin wollte, er es aber geschafft hat, seine Arroganz in Perfektion zu präsentieren. Er hat durch das Video sehr viel Kritik abbekommen und das meiner Meinung nach vollkommen zu Recht. Seitdem ja, ist ja auch nicht mehr viel Negatives rund um Concrafter passiert und ich denke mal, dass es seinerseits ein einmaliger Ausrutscher in der Öffentlichkeit war. Ich denke auch, der hat das verstanden. Nichtsdestotrotz frage ich mich, was in den Köpfen einiger Influencer abgeht, bevor die Kamera angeschmissen wird. Einer, bei dem selbst der Affe im Kopf nicht mehr vorhanden war, als er über sein Video nachgedacht hat, war Younes Amiri. Und damit meine ich nicht seine Mütze-Glatze-Aktion im Zug, sondern seinen Prank in der Dortmunder Tiergalerie. Zufälligerweise war ich zu diesem Zeitpunkt auch in der Nähe der Tiergalerie unterwegs und ich habe mitbekommen, wie unzählige Polizeifahrzeuge das Gebäude abgeschirmt haben. Und nie im Leben wäre ich darauf gekommen, dass ein YouTuber auf die strunzdumme Idee kommt, in der Galerie einen Polenböller zu zünden und somit einen Anschlag zu faken. Gerade in einer Zeit, wo das Thema viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt hatte, war das um einige Ecken schlimmer als ähnliche Pranks, denn zu der Zeit war es ja fast schon Mode, so zu tun, als hätte man Sprengstoff in seiner Tasche, um diese dann vor die Füße von anderen Menschen zu schmeißen und wegzurennen. ApoRed lässt grüßen. Und selbst die Polizei hat das wirklich komplett richtig auf den Punkt gebracht. Am Ende war es ein dummer, wenn nicht sogar idiotischer und völlig verfehlter Streich. Ah, noch sehr milde ausgedrückt. Die ganze Aktion hat für eine Massenpanik gesorgt, wo sich am Ende bis zu 30 Personen sogar verletzt haben, indem sie beispielsweise ein Knalltrauma erlitten haben oder bei der Flucht einfach gestürzt sind.
Also Real Talk, das ist mit wirklich einer der dümmsten Sachen, die ich jemals auf YouTube mitbekommen habe. Schon alleine deswegen, weil eben so viele Leute dadurch einfach körperlich verletzt wurden. Unter Herrn Newstimes Nachricht zu dem Vorfall, ja, der war damals aktiv dabei, findet man unter anderem einige Kommentare von Personen, die das Ganze vor Ort mitbekommen haben, und auch dort merkt man, dass es für die Personen im Laden alles andere als nur Spaß gewesen sein muss. Dark Moons schreibt dazu nämlich: Hab an dem Tag dort gearbeitet, die Leute hatten Todesangst und sind um ihr Leben gerannt, die Treppen runtergefallen und in Tränen rumgelaufen. Kinder, Frauen und Männer haben einfach nur Todesangst gehabt. Logische Folge? Ja, ich denke auch, wenn man so da ist und auf einmal siehst du, wie jeder wegrennt, ich glaube, dann rennt man irgendwie einfach mit weg, weil man so denkt, Alter, da vorne ist irgendwie Amoklauf, Anschlag, whatever so. Also war schon ehrlich lost, auf jeden Fall. Leute, das soll es gewesen sein vom Video. Gutes Video von Baku. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute, euer Crimex.